So, heute möchte ich euch mal unsere tolle Online-Datenbank vom Samsung Verlag vorstellen. Wir haben die in den letzten 12 Monaten aufgebaut mit Tausenden von Fotos und die stehen jetzt eigentlich zur Verfügung zum Downloaden oder Bestellen für eigene Zwecke, sei das für Werbung oder für Internet-Webseiten und so weiter. Und wie die funktioniert, zeige ich euch jetzt. Es ist relativ einfach. Eine Möglichkeit wäre, man geht da auf die Suche, wenn man nach einem Thema sucht oder nach einem, eben zum Beispiel Tiere, oder? Und klickt da. Jetzt hat es eine tolle Suchfunktion, die ist relativ schnell und zeigt an, entweder Bilder einzeln, die sie gefunden hat mit dem Titel Tiere. Oder die ganze Galerie, wo es ziemlich viele Bilder drin hat von Tieren. Wenn man jetzt ein Bild einem gefällt, dann kann man zum Beispiel sagen, ich möchte das genauer anschauen, dann sieht das so aus. Lasst euch nicht stören von dem unsäglich grusigen Bild da drin, das ist ein Wasserzeichen. Sobald man das Bild bestellt, ist dann das verschwunden. Also, ich möchte gerne das Bild neu bestellen. Wenn ich da oben auf Bestellen gehe, ist es so, man kann das reine Foto bestellen in verschiedenen Grössen. Das heisst, wenn man es zum Beispiel grossformatig drucken möchte, müsste man eher das bestellen. Wenn es klein, nur für Internet ist, kann man das oder das bestellen. Jetzt kann man aber da auswählen. Da hat es noch ganz viele Varianten, wie man das bestellen will. Wir sind jetzt da im Bereich Download. Jetzt, wenn ich das Foto bestellen will, als richtiges Papierfoto, dann kann man sich da das aussuchen und sagen, ich will das in dieser Größe und dann will ich den Ausschnitt so haben und dann ab in den Warenkorb. Oder man im Zeitalter von E-Mail und SMS gibt es doch noch Leute, die Ansichtskarten verschicken. Und da hat man jetzt verschiedene Grössen und Qualitäten von Ansichtskarten, wo man das gleiche Bild kann sagen, ich will das als Ansichtskarte. Das Gleiche, es gibt Kalender, sogenannte Fotosets, die braucht man jetzt eher selten. Dann gibt es Fotogeschenke sozusagen. Also, wir haben ganz verschiedene Puzzle, verschiedene farbige Tassen, wo man das Bild drauf machen kann, Schlüsselanhänger, irgendeinen Maßstab, wo ein Bild drin ist, ein Glasschneidebrett in zwei Grössen, Mauspad, Tragtasche oder eine Schneekugel oder hinter Acryl. Das steht dann von allein, wenn ein dicker Acrylblock ist, kommt das Bild hinten dran. Man kann aber sagen, ich will das als richtiges Bild auf einer Leinwand ausgedruckt. Dann hat es da verschiedene Möglichkeiten. Forex-Fotodruck ist das, was viele Grafiker und Profi-Fotografen brauchen. Das ist so eine Art ein Grafik. Leichtes Material, das aber das Foto stabil macht, zum an die Wand hängen. Ist relativ teuer, das Material und auch die Arbeit, bis das dann so verschickt werden kann. Das Gleiche betrifft Aluminiumplatten. Man kann das Bild auch auf Aluminiumplatten drucken. Da sind wir wieder beim Acrylglas. Wenn man nicht genau weiß, was damit gemeint ist, jetzt da oben, hat es immer noch Information zu Acrylglas, da sieht man ungefähr, wie es ausgedruckt ist und wie es gemacht wird. Es gibt sogenannte Kühlschrankmagnete oder auf einem T-Shirt. Die Variante gibt es also auch. Wir gehen jetzt mal zurück da zum Download. Das Format wählen, ich will das hier haben. Ab in den Warenkorb. Jetzt fragt der Warenkorb, weiter shoppen oder eben zum Warenkorb, dann klicke ich da. Jetzt sieht man, das ist professioneller Warenkorb. Und da hat man jetzt die Chance auch noch neuerdings, das ist eine ganz neue Sache, eigene Bilder zu brauchen für den gleichen Prozess, den ich jetzt gerade gezeigt habe. Also auf all diesen Geschenken kann man auch sein eigenes Foto uploaden. Dazu
klickt man da zum Upload. Dann generiert die Datenbank eine exklusive eigene Daten, also Galerie, wo nur zugänglich ist, wenn man den Link kennt. Dann kommt man rüber per E-Mail. Und da sieht man, da kann man auch wieder zu den verschiedenen Fotogeschenken und so weiter. Aber wichtig ist da, dass man einfach das Recht hat am Bild. Also, dass man sozusagen der Eigentümer ist vom Bild, damit es später kein Problem gibt in Sachen Urheberrecht. Das ist ein Zusatzservice an unsere Kunden. Und gehen wir mal zurück da, ganz am Anfang. Da sieht man auch, wie gross im Moment die Datenbank ist. Es wird also ständig ausbauen. Und man sieht da jetzt ganz primär ganz viel aus dem Grossraum Zürich. Also alle Limmentaler Gemeinden sind da erfasst worden. Klaus Samsung, Gründer von dem ganzen Verlag, hat vor vielen Jahren mal alle Gemeinden durchfotografiert. Und da sind unzählige, hundert oder nein, tausende von Fotos entstanden und die sind da zu finden. Also wenn man Schlieren will, klickt man auf Schlieren und zack, hat es da ganz viele Fotos von Schlieren. Wenn man jetzt etwas Spezielles sucht, oder respektive wenn man nichts Spezielles sucht und sagt, ich will jetzt einfach die ganze Galerie, alle die Fotos gefallen mir mehr oder weniger, dann muss man die nicht alle einzeln bestellen, sondern neuerdings haben wir jetzt auch eingerichtet, dass man die ganze Galerie kann downloaden. Da klickt man die an und da kommt nach dem Zahlen kommt ein E-Mail heim, über wo der Link drin ist, dass man die ganze Datenbank kann abladen. So, das ist so viel zum Thema Galerien. Also die, wie gesagt, wir fangen jetzt auch an mit anderen. Da hat es noch Stadt Zürich ist da drin mit ganz vielen, also Gebäude von Zürich zum Beispiel, wenn man ein spezielles Gebäude sucht. Da ist dann alles das Limmental in verschiedenen Varianten ist dann zusammengesetzt worden von diesen Fotos aus diesen Gemeinden zum Teil. Wenn da Spezielles, wo da Kunstsachen drin sind oder Tiere oder ganz, ganz viele Blumenbilder, wenn man die sucht. Wunderbar, da kann man seine eigene Glückwunschkarte dann basteln. Das sind allgemein die Informationen zu den Produkten nochmal, die wir haben. Ja, wenn man zurück will, dann anfangen, geht man immer da aufs Häuschen. Man sieht da auch die verschiedenen Galerien ein bisschen grösser angezeigt worden sind. Da zum Beispiel Bruno Weber Park in Dietikon, eine grosse Serie mit Fotos. Und wie gesagt, die Möglichkeiten sind der vielen, was man alles mit Fotos kann machen kann. Und wenn sich jemand interessiert für den Service, ist selber Fotograf und er will aber nicht so eine Datenbank selber aufbauen, der kann sich bei uns melden, da via E-Mail-Adresse oder via Samsung Verlag. Und das ist da der Link. Und dann kommt man auf unsere Seite, geht auf Kontakt und schreibt seine Wünsche und dann können wir mal schauen, mal zusammensitzen, ob wir für euch dann sozusagen eine Datenbank in der Datenbank bauen, wo sie ihre eigenen Fotos verwerten können. Das wäre es im Moment. Ich freue mich natürlich über viele Besuche da auf unserer Webseite. Die hat einiges zu bieten, ein Produkt oder auch Bücher und so weiter. Und bin gespannt, ob jemand sich interessiert für den Samsung Verlag.